Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aussortiervideo. Ich hoffe, dass ihr Lust habt und dass es euch gut geht. Ich zeige euch in diesem Video meine Produkte, die ich aussortiert habe in letzter Zeit. Es ist ein bisschen was, aber nicht allzu viel, damit das Video nicht so lang wird. Ich habe mir vorgenommen, nicht voller als dieses Kistchen. Ja, und das sind Produkte, die bei mir nicht so funktioniert haben, die mir nicht gefallen haben, die ich nicht weiterverwenden möchte und so weiter, die ich weitergebe oder halt eben aussortiere für den Müll. Das kommt auch schon mal vor. Also falls ihr Lust habt und wissen wollt, was das für Produkte sind, die bei mir nicht funktioniert haben, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. So, jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ich fange mal an mit einer Creme von Ciaia. Die durfte ich testen. Das war so ein ganzes Set, die CB3-Reihe mit Niacinamid und Vitamin C von Ciaia. Das war von Cosmetic for Less. Das wurde mir zugeschickt in PR. Diese Creme muss ich leider aussortieren. Also ich habe sie ungefähr, ja, bis hierhin habe ich sie aufgebraucht. Die ist einfach zu reichhaltig für meine Haut. Ich habe ja eine ölige Mischhaut. Die gibt sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Ich denke, für jemand, der eine trockene Haut hat, wird diese Creme super gut sein. Bei mir einfach, wenn ich dann Make-up oben drüber gegeben habe, das ist mir sozusagen weggeflossen im Gesicht. Ja, und von daher, das Serum, der Toner und auch das Cleansing Gel ist wirklich sehr, sehr gut. Habe ich alles ausgetestet über mehrere Wochen, ja, und kann echt sagen, dass es gut ist. Leider diese Creme funktioniert bei mir nicht. Deshalb wird sie ins Trash-Wander-Paket oder so wandern und jemand anders kann die nochmal ausprobieren. Dann habe ich mir von Wild einmal dieses Deo rausgenommen. Das war aus dem Trash-Wander-Paket aus unserem Zweier. Und hier, ich weiß nicht, ob das kaputt ist oder so. Auf jeden Fall, ich komme hiermit nicht klar. Ich kriege dieses Teil hier, also das ist auch schon komplett verbeult hier. Ich kriege das nicht hier rein. Hier ist einmal noch so eine, ja, Verpackung drin. Ich kriege es weder raus noch rein. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ich muss da nochmal meinen Freund nachgucken lassen. Der hat da zwar auch schon geguckt, der ist schon genervt. Ich kriege dieses Deo nicht hier raus. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man das hier rausbekommt, was ich falsch mache. Also hier drin hängt diese Pappe und ich weiß nicht, man kann das ja auch nicht öffnen oder so. Und ich kriege die auch nicht hochgedreht oder irgendwas. Dieses Teilchen, was hier drin ist, das dreht sich zwar hoch. Ich wollte dieses Deo gerne nochmal probieren. Ich habe das zwar in der Vergangenheit auch schon mal aussortiert. Ich hatte das ja schon mal und es hat bei mir nicht funktioniert. Ich hatte da wirklich ja, entzündete Achseln sozusagen. Also das habe ich nicht vertragen, aber ich wollte es jetzt gerne nochmal probieren und ich finde es total schade, weil ich dieses Refill hier stehen habe und kriege es nicht hier rein. Ja, vielleicht lasse das auf jeden Fall nochmal hier stehen, bis eure Antworten da sind. Vielleicht habt ihr da einen Tipp. Vielleicht bin ich zu doof dafür. Ich kriege es auf jeden Fall nicht hin. Ja, dann habe ich als nächstes einmal hier dieses Glow Overnight Treatment von Catrice aussortiert. Es steht und steht bei mir im Badeschränkchen rum. Ich habe es ein bisschen aufgebraucht. Ja, ich habe es ein bisschen benutzt. Es ist ein AHA Overnight Treatment mit Glycolic Acid. Das ist auf jeden Fall grundsätzlich gut, auch bei unreiner Haut und sowas. Das AHA ja sehr schön, aber ja, es ist ein chemisches Peeling, ne? Erstmal die Pipette, seht ihr das? Die nimmt nichts auf. Ich kann hier die Pipette, ich habe hier rumgemacht, ich habe die wieder rein und raus. Und diese Pipette nimmt einfach nichts auf. Das ist einfach total bescheuert. Und da macht man immer damit rum und ärgert sich damit rum. Und ich habe dann auch nie mehr dazu gegriffen, nachdem ich mich da so rumgeärgert habe. Und deshalb ist es einfach aus Gründen, dass es entweder unten halt ja ein bisschen verstopft ist oder dass die Pipette einfach diese Saugkraft nicht hat. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall ist das ja, echt jammer, schade. Das ist echt ein bisschen komisch hiermit und ich greife da halt nicht nach, wisst ihr, weil es mich halt genervt hat und deshalb, ich weiß auch nicht, ob ich das noch jemand geben kann. Ich habe das schon ziemlich lange offen und ja, das habe ich damals, als das rauskam, habe ich mir das geholt und wollte das testen. Es steht jetzt so lange in meinem Bad rum. Ich denke, es hat jetzt auch keinen Wert mehr. So, dann habe ich einmal von Aveline Cosmetics die Ceramidi und Kollagencreme, also Liftingcreme aussortiert. Die habe ich gar nicht mal so viel benutzt. Die ist einfach super doll reichhaltig. Ne? Das ist eine sehr schöne Creme. Die ist wirklich toll auf dem Gesicht. Die hat auch so einen angenehmen, cremigen Geruch. Ich mag die auch. Aber ich kann die am Hals, Dekolleté und so verwenden. Und die ist ja auch erst für eine Haut ab 60 geeignet. Ne? Ich wollte die halt gerne mal ausprobieren. Die soll sehr gut sein. Aber ich finde, dass diese hier auch eher bei trockener Haut angebracht ist. Bei Mischhaut auf jeden Fall nicht. Bei mir schwimmt dann auch alles im Gesicht weg, wenn ich die benutze. Also dasselbe wie bei der Ciaia-Creme. Einfach zu reichhaltig. Da muss man halt auch einmal gucken. Dann habe ich zwei Nagellacke aussortiert. Zwei richtig schöne, Leute. Einmal die Maleficent Villains
der Nagellack, das war so ein Torn, das heißt hier die Farbe, das ist so ein Flieder-Schimmerton und dann einmal hier den Limited Edition aus der 9 Meter Face LE. Der sieht so schön aus, denkt man doch, der sieht richtig, richtig gut aus, der hier auch auf den Nagel, die sieht man beide kaum. Also es sind eher wie so Nagellack-Topper, würde ich sagen. Und ja, ich habe das dann auf einem schwarzen Lack drauf gemacht, da sah es auch ganz schön aus, aber das ist so schlecht getrocknet irgendwie. Ja, und diese beiden werden mich verlassen, weil die mich einfach nerven. Also ich habe keine Lust, da stundenlang auf den Füßen da rumzumachen und wieder abzumachen. Ich musste das dann alles wieder abmachen und dann hatte ich das ja einzeln draufgegeben und einzeln sah das einfach irgendwie total unsauber und unschön aus. Also der hat mir jetzt im Auftrag nicht gut gefallen und der Williams hier auch nicht. Ja, deshalb werden mich die beiden leider Gottes verlassen. Die werde ich ins Trash-Paket geben. Vielleicht mag die jemand austesten. Für mich war es jetzt nichts. Dann habe ich mir aus dem Trash-Paket einmal von Unvi oder so heißt es, einmal einen Concealer rausgenommen. Voll-Cover-Tipp-Concealer. Das ist irgendeine koreanische Marke. Und hier muss ich euch ehrlich sagen, der hat so einen beißenden chemischen Geruch, ne? Und das brennt mir unter den Augen, wenn ich das auftrage. Also das ist wirklich so, als wäre hier sehr, sehr viel Alkohol irgendwie drin. Ich habe keine Ahnung, die Farbe passt bei mir. Ja, ich habe den auch aufgetragen gehabt, aber ich habe den dann auch wieder runtergenommen, weil das war nichts für mich gewesen. Also den muss ich auf jeden Fall rausziehen. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwie einen Stich gekriegt, also einen Stich nicht, aber ist ja kein Kuchen oder sowas, aber dass der irgendwie ja gekippt ist, denke ich mal. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das nicht mein Produkt. Was auch nicht mein Produkt ist, ist einmal von Daniel Sandler dieses Watercolor Liquid Cheek Color. Das sieht man nämlich kaum. Also das ist quasi ein Wasser, ein Blushwasser ist das sozusagen. Das sieht man kaum auf den Wangen, bei mir zumindest. Und das ist so flüssig und man muss so krass aufpassen. Ich habe mir damit mal ein komplettes T-Shirt eingesaugt. Das ist einfach nicht der Blush, der für mich irgendwie, der mir was bringt. Wisst ihr, wie ich meine? Also den gebe ich lieber weg. Den kann jemand anders mal ausprobieren. Grundsätzlich ist das toll mit diese flüssige Konsistenz, ne? Weil man das halt schön verblenden kann und so weiter. Und das ist nicht so krass. Das sieht sehr natürlich aus. Aber wie gesagt, die Farbe, das ist ja eher so ganz hell rosé. Sieht bei mir ganz komisch aus. Also das ist zu hell für meinen hellen Hautton. Ich glaube, das ist wirklich nur was für ganz, ganz helle Häutchen und deshalb kommt der weg. Was auch rauskommt, das habe ich jetzt einmal probiert, das kann jemand anders nochmal testen, das ist dieses High Brime Kollagen Film. Ich hatte euch das bei Instagram in Reel gezeigt. Das sind solche Kollagen, also ein Kollagenfilm ist das sozusagen. Das kommt auch hier total hygienisch verpackt. Habe ich bei Amazon mal bestellt. Das ja, sprüht man sich das Gesicht nass, am besten mit einem Kollagenspray. Dann gibt man diese Teile drauf und dann sprüht man die nochmal nass und dann ist es quasi lösliches Kollagen. Und dann löst sich das auf und man hat so eine sehr klebrige, schmierige Kollagenschicht auf dem Gesicht, was auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Habe das auch so wie so eine Maske einwirken lassen, habe es danach auch wieder runtergenommen, weil ich hätte da auf keinen Fall irgendwas drüber machen können. Erstmal, mir ist es irgendwie ein bisschen zu aufwendig. Zweitens mal finde ich jetzt nicht, dass es krass viel gebracht hat, nur für den Moment, wo ich das Kollagen quasi, wo sich das aufgelöst hat, hat das was gebracht. Da sah mein Gesicht halt durch diese dicke Schicht Kollagen, die man auf dem Gesicht hat, schon ein bisschen, ja, straffer und voluminöser, besser aus, wisst ihr, wie ich meine. Aber das, wenn man, sobald man das wieder runtergenommen hat, hat man davon nicht mehr viel gesehen. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber mir ist es, also ich würde es jetzt auch theoretisch nochmal probieren, aber ich denke mir, das soll jemand anders einfach mal austesten. Für mich war es jetzt nicht so krass, dass ich das behalten müsste. Es gibt vielleicht bessere von anderen Marken, ich weiß es nicht, aber das hier, ja, es hat halt auch, man musste das ziemlich nass sprühen, dass sich das auflöst im Gesicht, dieser Kollagenfilm. Also viel zu aufwendig, ihr wisst, wie ich meine. Dann möchte ich einmal das Lash and Brow Fixing Gel von, das war Trended Up gewesen, das möchte ich raustun. Hier murkst man sich auch ein mit ab. Ich habe das Gefühl, hier ist zwar, also das hält zwar nicht so schlecht, wenn man das mal drauf hat, aber dieses Gummibürstchen, was hier drin ist, das sieht einmal so aus, das ist oben einmal, also das ist für die Wimpern und für die Augenbrauen, ne? Und oben ist dieses Augenbrauenbürstchen und das ist das Einzige, wo so ein bisschen Gel drauf ist. Und das ist irgendwie total doof, das dann ja auf die Wimpern oder auf die Augenbrauen drauf zu bekommen. Und dieses Bürstchen ist einfach das Problem oder das Gel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt nicht genug Produkt auf die Augenbrauen, auf die Wimpern, wie auch immer drauf. Und mich nervt das, ich muss dann immer 100-mal hier reingehen, dass ich dann irgendwie was in meine Augenbrauen reinkriege. Deshalb wird das Produkt mich verlassen. Ich werde es aber ins Trash-Paket
Paket geben. Vielleicht mag das mal jemand ausprobieren. Das ist ja jetzt nur an der Augenbraue gewesen, ne? Und ich denke, es ist zu schade, weil das Produkt ja noch neu ist bei mir eingezogen, relativ neu, das wegzuwerfen. Ne? Ja, dann wird mich einmal die Cetaphil, dieser Facial Moisturizer, verlassen. Das ist genau dasselbe. Der ist super reichhaltig. Das ist ein ganz toller Moisturizer. Also der sieht total langweilig aus, aber der ist echt gut. Also Cetaphil hat da echt schöne Sachen. Ich will mir gerade noch mal so ein bisschen drauf. Also der ist sehr, der hat wirklich eine sehr cremige Konsistenz. Das ist nicht wie so ein, wie eine Lotion oder so, sondern sehr, sehr cremig. Es ist, kann man auch als Handcreme, könnte man das jetzt auch weiter verwenden, aber ich möchte es nicht mehr. Ich habe jetzt echt so lange darum gemacht, ne, es ist zu reichhaltig für meine Haut. Das ist auch eher, hier steht es ja auch, für sensitive oder trockene Haut. Also ich denke, wenn man jetzt eher eine trockene Haut hat, die so ein bisschen schuppt oder sowas, oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das auch bei Neurodermitis oder sowas geht, wahrscheinlich schon. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Creme, aber wie gesagt, gibt unglaublich viel Feuchtigkeit, beziehungsweise ist sehr schwer auf dem Gesicht auch. Und das ist genau dasselbe wie die Ciaia Creme. Also wie gesagt, für eine ölige Mischhaut würde ich die Creme auf keinen Fall empfehlen. Und deshalb, ich habe mal so ein bisschen Cremes aussortiert, weil es bringt ja auch nichts, ne? Dann habe ich aussortiert, das habe ich von einer lieben Zuschauerin bekommen in einem Zuschauerpaket. Das muss ich leider aussortieren. Das ist ein Lippenöl von Rouge Francis. Und leider, also das kommt oben richtig schön mit so einem Roller, ne? Das ist auch schön, das funktioniert auch. Aber dieses Lippenöl, das ist irgendwie gefühlt sofort wieder weg. Also ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht pflegend für die Lippen. Es macht einfach gar nichts. Also das ist sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr lasch. Also da gibt es auf jeden Fall bessere Lippenöle und das werde ich jetzt raustun, weil es steht die ganze Zeit hier bei mir rum. Ich scheue mich irgendwie, das zu nehmen, weil ich mir denke, ich habe so viele andere schöne Lippenöle, die ich dann stattdessen verwenden kann, und deshalb gebe ich es jetzt weiter. Es ist halt ein Roller, ne? Ich habe es schon benutzt für die Lippen. Ich weiß nicht, ob es noch jemand haben möchte, meine Mama oder so, aber ich gebe es auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier einmal ein Augenserum. Das war von der Marke, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke heißt. Das ist vegan bei Happy Skin, heißt die Marke. Das war mal in der Glossybox oder sowas drin. Das habe ich jetzt auch wirklich oft verwendet und habe echt nichts feststellen können. Das ist ein Brightening Eye Lift Serum. Das ist, kommt mit einer Pipette. Das ist einfach hier so ein Augenserum. Und ganz ehrlich, das macht gar nichts. Dieses Serum, das macht einfach nichts. Ich habe das sogar mit diesen wiederverwendbaren Augenpatches dann auch verwendet, ne, um zu gucken, ob es, wenn man das länger einwirken lässt sozusagen, dann irgendwas verändert. Also es hat gar nichts verändert. Das hätte ich mir sparen können, das auszuprobieren, und deshalb, das kommt jetzt raus. Das soll jemand anders mal testen. Für mich ist das gar nichts. Das ist auch nicht meine Marke irgendwie. Dann habe ich mir hier so ein Vitamin C Brightening Spray gekauft. Das vertrage ich leider nicht. Das ist einfach so ein Vitamin C Spray. Ich wollte sowas mal austesten, ne, habe mir das geholt. Und das wollte ich gerne auch mit dem Kollagen zusammen anwenden. Ich habe es dann erstmal so angewendet und das vertrage ich nicht. Da wird meine Haut irgendwie total gereizt von. Das werde ich mal weitergeben. Das ist von Elhe einmal. Das ist auch so eine koreanische Marke. Ja, schade drum, weil es sah sehr spannend aus und für mich ist es leider nichts. Lady Cream, eine Mascara, das ist die Volumizing Conditioning Mascara in Bordeaux-Rot. Ich hatte euch ein Reel darüber gemacht. Es sieht einfach aus wie Augenentzündung pur. Das ist nicht schön. Das ist so eine Bordeaux-Rote Mascara. Ihr seht das hier am Stiel, ne, wie Bordeaux-Rot das ist. Und das sieht so schrecklich auf dem Auge aus. Es sieht einfach aus, als wären die Augen entzündet. Und ja, nicht nur das, sondern die Mascara ist auch noch, das Bürstchen ist schlecht, die Mascara gibt kein Volumen, die sehen gorkelig aus. Und mit dem Versuch, diese Kleckerei, die diese Bürste verursacht, weil die halt einfach zu breit ist irgendwie, also ich habe das Gefühl, die hat besonders viel gekleckert. Und mit dem Versuch, das wegzunehmen mit Wattestäbchen um die Augen, so wie ich das immer mache, ich sag's euch, Leute, ich sah aus, als hätte, also ich sah wirklich aus, als hätte ich 5 Tage durchgeheult mit dieser Mascara. Die ist leider ein absoluter Flop. Die war in der Fairybox mal drin gewesen. Dieser Beauty Expert Cleansing, dieses Cleansing Sorbet von Balea, habe ich auch eine Chance gegeben. Ich bin zwar nicht so der Drogerie, aber manche Sachen interessieren mich dann doch aus der Drogerie, ne? Und dann hole ich mir das immer mal und teste das mal aus. Den werde ich weitergeben, den kann jemand anders mal testen. Das ist sowas von blöd, das entfernt erstmal, also soll Make-up gründlich entfernen. Das entfernt gar kein Make-up, habe ich das Gefühl. Zumindest bleibt eigentlich 80% auf dem Gesicht drauf. Das ist ein Cleansing Sorbet mit Skralan und Pandenol. Schmilzt auf der trockenen Haut, verleiht ein samtig weiches Hautgefühl.
also gar nichts davon. Irgendwie das Teil ist so schlecht. Ich habe das Gefühl gehabt, ne, also das hätte ich mir komplett sparen können. Ich musste danach noch komplettes Double Cleansing betreiben, damit ich den Rotz quasi vom Gesicht runterbekomme. Das ist absolut nicht meins und reinigend, also hier steht reinigend. Ich weiß nicht, was hier dran reinigt, aber dieses Teil nicht. Und ja, das hat mir wieder gezeigt, dass die Sachen aus der Drogerie nicht immer alle gut sind, ne? Diese Balea-Sachen, dieses Beauty-Expert-Zeug. Ich weiß nicht, ich habe davon jetzt noch nichts so Dolles gehabt, dass ich sage, das ist so klasse, das müsst ihr euch holen. Von daher, also das hier geht auf jeden Fall auch weiter, das Cleansing Sorbet. Die Vitamin Shot Face Maske von I'm Bio Based habe ich leider auch nicht gut vertragen. Ich hatte das Gefühl, es kribbelt, Also es war in meinem Gesicht so, ich habe schon gemerkt, wenn ich die jetzt länger drauf lasse, habe ich gleich ein feuerrotes Gesicht, wisst ihr, was ich meine? Und da habe ich mich dazu entschlossen, die rauszutun. Die ist mit Vitamin A, E und B5. Ich weiß nicht, was hier drin ist, aber hier ist irgendwas drin, wo meine Haut so anfängt zu bitzeln. Und ja, und ich denke mir, bevor ich mir eine allergische Reaktion hole, habe ich sie runtergenommen und habe sie aussortiert. Was ich auch raustun muss, wo ich total traurig drüber bin, das ist das Ultra Last Fixing Spray von Catrice. Das ist das Waterproof, Transferproof und hat kein Alkohol, kein Parfüm. Das hält wirklich gut damit, das Make-up. Das ist so ein Dupe, finde ich, zu dem All-Nighter von Urban Decay. Auf jeden Fall muss ich das raustun. Das ist mir gekippt, Leute. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil hier kein Alkohol drin ist. Es stinkt erbärmlich. Es stinkt wirklich ekelhaft. Ich habe mir das ins Gesicht, ich habe mir gedacht, oh nee, ich hatte das schon drüber gesprüht und habe dann gerochen, was Sache ist. Dann habe ich es nochmal auf dem Arm gesprüht. Boah, nee, ich sag's euch, also das ist auf jeden Fall, das ist so eklig. Ich frage mich, warum das gekippt ist, weil ich habe das noch gar nicht so lange offen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich würde mir das sofort nachholen, weil es halt einfach das Make-up super schön, transferproof mal. Also das heißt, wenn ihr eine Jacke oder sowas anhabt, ihr kriegt nicht diese Abdrücke irgendwo, wenn ihr irgendwo an einem T-Shirt gegenkommt. Also das sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Make-up da bleibt, wo es ist und nicht sich überall abträgt. Sehr schade um das Produkt. Dann habe ich hier einmal diesen Glitter-Gloss, der für die Lippen ist, dieser von Riva Loves Me. Ja, der klebt mir zu viel, ehrlich gesagt. Also wenn ich den auftrage, der hat zwar schön Glitzer hier so drin, aber der ist so ultra klebrig. Ihr seht ihr das hier, das ist so ein richtig schimmernder, glitzernder Glitter-Lip-Gloss, aber der ist, also ganz ehrlich, der klebt, der bappt so, als hätte man sich Honig auf den Mund gemacht. Das ist nicht so meins, ehrlich. Also da bleiben meine Haare auch ständig dran kleben. Den sortiere ich jetzt aus. Der ist zwar schön, weil der halt so glitzert, ne? Ja, für besondere Anlässe. Aber ich greife nicht dazu, deshalb kommt der raus. Dann habe ich noch einmal aussortiert von Dominique Cosmetics den Wide Awake Full Cover Concealer. Da wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Das ist die Farbe Creme Brûlée. Ist einfach zu dunkel. Habt ihr in meinem Video schon gesehen gehabt, zu pürig. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir zweimal die falsche Farbe jetzt schon bestellt und der ist einfach viel zu dunkel für meinen hellen Hauttyp. Der ist neu. Ich habe den einmal benutzt im Video und genau, der ist niegelnagelneu und deshalb wird er auch ins Trash-Paket gehen. Da wird sich jemand drüber freuen. Und als letztes habe ich hier, ich weiß gar nicht warum, ich habe hier eine Handcreme, die ist mir hier reingefallen. Die ist wahrscheinlich von meinem Regal runtergefallen. Die ist hier reingefallen und die kommt gar nicht raus, weil die ist nämlich gut. Hier diese Honey Bee von Dragon Moon, die mag ich sehr, sehr gerne. So. Als letztes diese Multi-Chrome Flakes von Essence. Ihr habt es ja schon mitbekommen bei mir. Ich habe euch ja auch ein Reel dazu gemacht. Die sind schrecklich. Die kann man nicht mit denen von Danessa Myrick vergleichen, finde ich. Die sind erstmal viel gröber von den Schimmerpartikeln bzw. von den Flakes hier drin. Es ist viel gröber als das von Danessa Myrick. Es brennt furchtbar auf dem Auge. Also es brennt einfach nur. Ich musste das runter machen. Ich musste mein ganzes Make-up runter machen, weil das einfach brennt. Ich weiß nicht, also auf dem Augenlid ist es ganz, ganz furchtbar. Ich kann euch das ja mal, es kommt ja jetzt eh weg, mal hier swatchen hier drauf, dann seht ihr das mal. Also das sieht schon geil aus, ne? Aber das ist halt einfach total grob. Grob und ja, ich weiß nicht, also mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde, das hat nichts mit dem von Danessa Myrick gemeinsam. Danessa Myrick ist viel deckender, viel schöner. Das hier ist halt auf Basis von einem Gel, ne? Das ist ja eher so ein Gel, wo dann diese Chrome Flakes halt eben drin sind.
Verpackung und so sieht alles genau gleich aus, aber ich sag's euch ganz ehrlich, investiert das Geld, wenn ihr sowas haben wollt, kauft euch das Originale, das von Essence, also ganz, ganz vielen haben die Augen gebrannt, ne? Nicht nur mir, sondern richtig viele, ich habe bei anderen auch geguckt, in fast jedem Video hat sich jeder darüber beschwert, dass es brennt auf dem Augenlid und das muss ja nicht sein, ich weiß nicht, was Essence hier falsch gemacht hat oder warum das so brennt, ob das vom Alkohol kommt oder so, ich werde diesen Eyeshadow-Topper auf jeden Fall aussortieren, bei mir bleibt er nicht. Ja, vielleicht für den Körper könnte man das noch nehmen. Da ist das Brennen nicht ganz so schlimm, aber hier brennt es tatsächlich oben auf der Hand auch ein bisschen. Aber auf dem Auge ist natürlich immer noch mal was anderes, gell? Ja, das war meine Kiste gewesen. Das sind meine Aussortierprodukte. Also jetzt wisst ihr, warum ich die Sachen aussortiert habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eins von diesen Produkten vielleicht auch schon aussortiert habt und was ihr als letztes aussortiert habt. Das fand ich beim letzten Mal so spannend, was ihr aussortiert habt. Richtig, richtig cool. Und dann können die anderen ja auch lesen in den Kommentaren, was ihr aussortiert habt und da kann man sich gegenseitig vielleicht noch so ein bisschen Tipps geben, was man nicht kaufen sollte, was vielleicht nicht so gut ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch mit dem ein oder anderen Produkt hier ein Problem hattet, so wie ich. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde mich von euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zu diesem Flop-Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!